Zur damaligen Zeit war es nicht möglich, viele der Dinge, die im Koran erwähnt werden, nachzuweisen. Die heutigen wissenschaftlichen Möglichkeiten erlauben es jedoch, das, was Mohammed vor 1400 Jahren gesagt hat, nachzuweisen. Dies ist Professor Alfred Kroner, einer der bekanntesten Geologen der Welt. Er ist unter den Wissenschaftlern bekannt dafür, dass er die Theorien, die große Wissenschaftler auf seinem Gebiet aufgestellt haben, kritisch unter die Lupe nimmt. Wir trafen uns mit ihm und legten ihm einige Koranverse und Aussprüche des Propheten Mohammed vor. Er studierte sie, gab einen Kommentar darüber ab und wir diskutierten mit ihm darüber. Er sagte, ich habe über viele dieser Fragen nachgedacht und wenn man bedenkt, woher Mohammed kommt, er war letztlich ein Beduine, dass es ziemlich unmöglich ist, dass Mohammed von Dingen wie dem Ursprung des Universums gewusst haben kann, da die Wissenschaftler diese Tatsache erst in den letzten Jahren mit äußerst komplizierten wissenschaftlichen Methoden herausgefunden haben. Dies ist eine Tatsache. Professor Kroner wählte als Beispiel, welches darauf hinweist, dass der Koran unmöglich von Mohammed, der des Lesens und Schreibens unkundig war, selbst stammen kann, folgendes. Es handelt sich um die koranische Beschreibung des aus einem entstandenen Universums. Der folgende Koranvers beschreibt dies. Und sehen nicht diejenigen, die den Glauben verweigern, dass die Himmel und die Erde beide etwas Zusammenhängendes waren. Dann haben wir sie beide zertrennt und wir haben aus dem Wasser jedes lebendige Ding gemacht. Über den Versteil, dass die Himmel und die Erde beide etwas Zusammenhängendes waren, dann haben wir sie beide zertrennt, sagten die Koran-Kommentatoren Mujahid, Ibn Abbas und andere. Dies bedeutet, sie hingen einander oder waren zusammengeklebt, woraufhin sie getrennt wurden. Mujahid und Ibn Abbas lebten etwa zur Zeit des Propheten. Professor Kroner nahm diesen Koranvers, um zu illustrieren, dass dies nicht von Mohammed stammen kann. Und dass es nicht möglich ist, dass dies die Menschen seiner Zeit gewusst haben. Jemand, der vor 1400 Jahren gelebt hat und der nichts über die Atomphysik weiß, für den ist es meiner Meinung nach nicht möglich, verstandesmäßig zu einer Erkenntnis wie der zu kommen, dass die Himmel und die Erde denselben Ursprung haben oder eine der vielen anderen Dinge, die wir hier diskutiert haben. Professor Kroner hat uns während der Diskussion nichts geschenkt. Er hat überall dort Ausflüchte gefunden, wo sich eine Gelegenheit bot. Als Beispiel hierfür möchte ich erwähnen, wie wir über den damaligen Zustand Arabiens diskutierten. Wir fragten ihn, ob es in Arabien Gärten und Flüsse gab, worauf er antwortete, ja. Worauf wir fragten, wann das gewesen sei. Er antwortete, in der Eiszeit, die die Erde durchgemacht hat. Damals türmte sich das Eis am Nordpol auf und dehnte sich in Richtung Südpol aus. Als es in die Nähe der arabischen Halbinsel kam, in relativer Nähe natürlich, änderte sich das Klima und Arabien wurde zu einem der Gärten, Flüsse und niederschlagreichsten Länder der Erde. Wir fragten ihn, ob es in der Zukunft in Arabien wieder so werden wird. Worauf er antwortete, ja, dies ist eine wissenschaftliche Tatsache. Wir wunderten uns, wie er sagen konnte, dass dies eine wissenschaftliche Tatsache ist, wo dies doch eine Angelegenheit ist, die mit der Zukunft zu tun hat. Wir fragten ihn, weshalb. Er sagte, weil die neue Eiszeit bereits begonnen hat. Die Eismassen nehmen zum wiederholten Mal ihren Weg vom Nordpol zum Südpol, um auf ihrem Weg an den Stellen nahe der arabischen Länder vorbeizukommen. Dann sagte er, zu unseren Hinweisen dafür gehören die Schneestürme, von denen Sie hören, die alljährlich die nördlichen Städte Europas und Amerikas heimsuchen. Diese gehören zu den Hinweisen, die die Wissenschaftler haben. Und sie haben noch zahlreiche andere. Dies ist eine wissenschaftliche Tatsache. Wir sagten ihm, zu dem, was Sie erwähnen, sind die Wissenschaftler erst nach einer langen Reihe von Entdeckungen gekommen, die sie mit Hilfe von sehr genauen Instrumenten gemacht haben, die ihnen solche Studien erleichtert haben. Wir haben aber gefunden, dass Mohammed, der Prophet, der weder lesen noch schreiben konnte, dies vor 1400 Jahren erwähnt hat. In einem Ausspruch des Propheten, Gottes Segen und Heil sein mit ihm, den der Hadith-gelehrte Muslim überliefert hat, heißt es, die Stunde, das heißt der Tag der Auferstehung, wird nicht hereinbrechen, bevor das Land der Araber nicht wieder zu einem Land voll von Gärten und Flüssen geworden ist. Wir fragten ihn, wer Mohammed gesagt hat, dass das Land der Araber voll von Gärten und Flüssen war, worauf er sofort antwortete, die Römer.
Ich erinnerte mich an seine Fähigkeit, schwierige Situationen zu meistern. So fragten wir ihn, und wer hat ihm gesagt, dass Arabien wieder zu einem fluss- und gartenreichen Land werden wird? Professor Kroner wich immer dann aus, wenn er eingeengt wurde und wenn sich eine Gelegenheit bot. Wenn er aber die Wahrheit erkannt hat, ist er mutig und gibt seine Meinung offen bekannt. Er sagte, dies ist nur durch Offenbarung von oben möglich. Im Anschluss an unsere Diskussionen nahm er dazu Stellung, indem er sagte, ich glaube, wenn Sie alle Dinge und Angelegenheiten zusammennehmen, die im Koran vereinfacht dargestellt sind, die mit der Erde, deren Entstehung und der Wissenschaft im Allgemeinen zu tun haben, so können Sie grundsätzlich sagen, dass die dort angeschnittenen Sachverhalte von vielen Perspektiven aus gesehen richtig sind und dass sie jetzt mit Hilfe von wissenschaftlichen Mitteln bewiesen werden können. Und dass man in gewisser Weise sagen kann, dass der Koran das vereinfachte Wissenschaftsbuch für den einfachen Mann ist und dass viele der in ihm angeschnittenen Dinge unmöglich zur damaligen Zeit bewiesen werden konnten. Dass jedoch das, was Mohammed vor 1400 Jahren gesagt hat, mit modernen wissenschaftlichen Hilfsmitteln bewiesen werden kann. Und Gott hat die Wahrheit gesprochen, indem er im Koran sagt, dieser Koran ist nichts als eine Ermahnung für die Welten und ihr werdet sicher seine Kunde nach einer Zeit kennen. بسم الله الرحمن الرحيم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد